JBEG LP Metropole wollte man ja eigentlich auch erweitern. Wie ihr sehen könnt, wenn wir das Gleis anders abreißen, können wir den Zug ein bisschen in eine Richtung lenken, dass der uns nicht nachher auf so einem ganz kleinen Fetzelchen und immer wieder Gleise im Weg steht, wo man abreißen wollte eigentlich. Ja, ich habe heute komplette 8 Gleise hier gezogen, das weiß ich. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, genau, die Straße habe ich auch abgerissen gehabt. Im Körperbereich, ja. Ja, da habe ich letztens, da habe ich den Bahnhof damals falsch gesetzt. Aber ich war damals auf Geld angewiesen, finanzielle Mittel. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten gehabt und den Bergfahrt, um den Berg da auch auszuweichen. Hast du eigentlich auch die Mod bei dir drin, dass deine Fahrzeuge nicht altern? Nein. Oder dass sie kaputt geht oder? Warum sollte ich?
Weiß ich nicht. Setzen wir jetzt mal den anderen Bahnhof wieder. Ich erinnere mich gerade nochmal an eine Beta-Zeit, so Gleisziehen. Boah. 30 Sekunden warten, wo du angesetzt hast, und dann war Nullsegment und konntest nicht mehr ziehen. So, und da sind wir wieder bei dem Trick. So, und wieder speichern. Man lernt ja. Beziehungsweise da habe ich von der anderen Seite erst gezogen. Oh, das ist aber auch schon eine Ecke.
Wo will ich hin? Nee, so wollte ich es jetzt auch nicht. So, nochmal speichern und dann nochmal Signale setzen, nochmal die Linienführung ansetzen und dann hoffen wir, ich habe derzeit 35 FPS, 34 in Pause-Modus in der Stadt. Wow. Im Pause-Modus, ja. Das ist zum Beispiel ein Feature, Signale auf Brücken und Tunnel zu setzen. Das konnte es zum Beispiel im OpenTDD auch überhaupt nicht. Keine Chance. Nie funktioniert und das hat mich immer so genervt, dass man das einfach nicht konnte. Und auch Brücken auch nicht. Was Brücken? Auf Brücken auch keine Signale setzen. Ja, das habe ich doch gemeint. Und auf Brücken und Tunnel keine Signale setzen. So, die grüne Linie. Speichern, haben wir gesagt. Linienführung und dann gehen wir mal.